So, was wollte ich euch heute zeigen? Ihr seht, so richtig aufgeräumt habe ich noch nicht. Das ist hier alles irgendwie noch nicht fertig. Ich bin immer noch zu nichts gekommen. Doch, ich habe schon angefangen, meine ganzen Kabel zu sortieren. Alle Kabel haben jetzt so einen tollen, geilen Kabelclip. Naja, wen es auch interessiert. Ihr seht, habt ihr Technik, habt ihr immer mehr Kabel und weiß nicht wohin. Ich will euch aber heute was anderes zeigen. Und dazu müssen wir mal diesen Knopf hier drücken. Oh, komm. Ist das geil? Das ist mein neuer Schreibtisch von FlexiSpot. Habe ich mir echt gegönnt. Supergeil. Wir machen ja nochmal so ein Studio-Video, falls ihr für euch zu Hause irgendwie einen geilen Schreibtisch sucht. Wirklich richtig geil. Schwarze Platte kannst du selber konfigurieren, Unterteil selber konfigurieren und so, und so weiter. Total geil. Mache ich mal, also wir machen mal ein Spaß-Video. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es mal sehen, wie wir das hier umbauen. Ich will hier unten hinter mir nochmal so eine geile Wand gestalten. Da suche ich übrigens immer noch Positionslampen. Wenn jemand sowas rumliegen hat, vielleicht sogar ein paar geile alte, dann schreibt mich doch gerne mal an. Gehen auch. Bisschen neuere, aber Positionslampen brauche ich noch mal. Die muss ich noch mal irgendwo herbekommen. Nichtsdestotrotz habt ihr ja gesehen, mit Tata ist dieses Ding hier gerade hochgefahren. Was ist das? Plug-in-Festival. Einige kennen es wieder, einige nicht. Jetzt werden die ersten Hater wieder sagen, das ist total der Verkaufskanal hier. Nein, es ist kein Verkaufskanal. Ich nehme neue Produkte, die Hersteller haben, die man bei uns an Bord gebrauchen könnte. Das heißt ja nicht, dass ihr es kaufen müsst. Ne? Aber es kann doch sein, dass ihr gar nicht wisst, dass es das gibt. Warum soll ich das denn nicht zeigen? So, ich bin immer froh, wenn Leute auf Ideen kommen, so zum Beispiel wie die Veratron-Instrumente, die ich jetzt verbaue bei mir an Bord, die kannte ich vorher nicht. Irgendwer hat mich mal auf diese Idee gebracht und dann habe ich die gesehen. Ja, mittlerweile haben auch SVB und einige Shops diese Instrumente, aber früher hatte die keiner. Und ich fand diese typischen alten Instrumente immer kacke. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle hier natürlich neue Produkte vor. Ob euch das gefällt oder nicht, das ist natürlich euch überlassen. Hier kommen wir jetzt zu Plug-in-Festivals. Wie gesagt, einige kennen das, die bauen Kühlboxen, also beziehungsweise haben einen Markt für Kühlboxen. Man kennt in der Regel eigentlich nur mehr nur Dometic oder Vaeco früher, ne? Das ist so eins mittlerweile und ist auch ausgelagert. Ich glaube, wurde auch in Deutschland verkauft. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr so, ist irgendwo hingegangen. Und Plug-in-Festivals hat so diese Sparte so ein bisschen aufgegriffen. So Festivals und was braucht man auf dem Festival? Da braucht man eine Kühlbox, damit das Bier kalt bleibt und so. Und die haben jetzt diesen Ice-Maker auf den Markt gebracht. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen allen anderen Ice-Makern, die ich jetzt bei Chibo kaufen kann für 70 Euro oder 80 Euro oder 100 Euro, 150 Euro, keine Ahnung. Dieser Ice-Maker funktioniert mit 12 Volt. Und meines Wissens ist es der einzige irgendwo verfügbare Ice-Maker, der mit 12 Volt Bordspannung funktioniert. Das heißt, ihr könnt das Ding an Bord benutzen, von eurem Boot, ihr könnt das Ding im Auto benutzen und natürlich auch auf eurem Festival, wenn ihr da vielleicht mit dem Camper hinfahrt. Ich finde es aber geil, weil wie gesagt, eine Eismaschine mit 230 Volt ist immer so ein bisschen übertrieben und übertrieben. Und jetzt so ein Gerät zu haben, was eben an der Bordspannung funktioniert, finde ich persönlich mega. Gleichzeitig ist es die einzige Eismaschine, die ich kenne, die einen Griff hat. Man kann das Teil so mit einer Hand tragen und mitnehmen. Kenne ich auch keine Eismaschine. Gut, ja, können wir es so bestreiten. So, die typischen Geschichten. Klar, eine Kunststoffplatte, Acryldeckel, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Hier die Auffangschale und natürlich auch die Schaufel dazu. Das kennt man, wenn ihr Eiswürfelmaschinen kennt, dann sind die eigentlich von der Theorie immer gleich aufgebaut. Ja, und so viel mehr gibt es hier fast auch gar nicht zu zeigen. Hier unten steckt ihr den Stecker ein. Also hier unten ist der typische Kühlbox-Stecker, den man da unten einsteckt. Also ein Doppelstecker, der ist hierbei. Und die andere Seite steckt ihr dann in euren Zigarettenanzünder. Oder es wird eben noch ein Netzteil hier mitgeliefert. Damit könnt ihr das Gerät dann in 230 Volt betreiben, wenn ihr das wollt. Hier oben ist dann noch ein Light Indicator, also der zeigt hier, der Stern verändert seine Farbe und je nachdem, was hier steht, heißt es dann, Eismaschine läuft, Eis ist ready oder rot ist kein Wasser mehr und solche Geschichten, das hilft, ne? Dann seht ihr, okay, alles klar, ich muss Wasser nachfüllen, sonst produziert das Gerät keine weiteren Eiswürfel. Jetzt werden natürlich auch wieder einige sagen, Luxusprobleme, was fehlt denn mit Eis an Bord? Ich hätte das dieses Jahr gut gebrauchen können, wir haben öfter mal Kaipi und geile Cocktails in der Bucht gemacht und ja, immer diese großen 10 Kilo Eispacks mitschleppen. Ja, kann man machen, klar, sehe ich auch ein, kostet eben nichts, kauft man für 2 Euro, ist auch völlig legitim, nur wohin dann damit? Ne? In euren Kühlschrank passt es meistens nicht, das ganze Eispack ist nach einer Stunde geschmolzen. Klar, wenn ihr jetzt eine große Styroporbox dabei habt oder eine Kühlbox überhaupt, wo das rein kann, klar, auf jeden Fall. Ich will euch aber eben mal Produkte zeigen, die es eben können und die man jetzt echt gut auf dem Boot verwenden kann. Ich habe schon meinen Bootsnachbar, der
eben kein kleines Boot hat, sondern eben 34, 35 Fuß und der hat immer Eismaschinen an Bord, ärgert sich jetzt immer so ein bisschen, wenn die in der Bucht sind, dann muss er einen Wechselrichter anmachen, dann diese Eismaschine über 230 Volt betreiben und hat gleich gesagt, wie 12 Volt, wie geil ist das denn? Kann ich direkt an Bordnetz verkabeln, muss dann nicht irgendwas zwischenschalten? Ja, und da hat er auch recht. Ihr habt natürlich weniger Stromverbrauch, weil ihr weniger Geräte dazwischen habt. Ne? Also beim Wechselrichter müsstet ihr von 12 Volt auf 230 und von 230 auf die Eismaschine und die Eismaschine regelt irgendwie wieder runter auf, keine Ahnung, 24 Volt oder 12, je nachdem, wie der Kompressor läuft. Und das ist natürlich verschenkte Energie. Und somit habt ihr die 12 Volt direkt hier rein. Wenn ihr aber sagt, ich mache sowieso alles mit meiner Kühlbox, dann kann ich euch trotzdem aber mal die Firma Plug-in Festivals empfehlen. Schaut mal auf die Homepage, dort gibt es Kühlboxen. Ich habe sogar eine hier stehen, die zeige ich auch nochmal. Die habe ich auch freundlicherweise vom Plug-in Festival bekommen, um das mal anzugucken. Ist auch komplett aus Blech, hat sogar eine Bluetooth-Verbindung. Ihr könnt in der App die Temperaturen einstellen. Sie hat eine beleuchtete, ein LED-beleuchtetes Kühlfach. Man kann sich oben drauf setzen. Sie kann die Klappe in alle Richtungen, könnte die ändern. Die Scharniere umbauen und so weiter. Wirklich ein super Produkt und immer irgendwo oder letzter Stand waren so 272 Euro für eine 45 oder 50 Liter Kühlbox. Früher hat man für so einen Preis auf keinen Fall eine Kompressor-Kühlbox bekommen. Deswegen nur der Tipp, schau mal auf Plug-in-Festivals. Die haben viele Sachen für so Festivalgeschichten, für Camper und eben, ja, meines Erachtens auch eine geile Eismaschine, auch für euren Camper oder Boot. Wir reißen das Ding jetzt mal zusammen an und dann gucken wir mal, wie laut das Teil ist, wie lange der braucht, bis die ersten Eiswürfel da rauskommen. So, wir haben die Kamera mal ein bisschen runtergeschwenkt. Hier habe ich dann nochmal eine Powerstation hingestellt, die hier unten mit dem 12-Volt-Stecker hier jetzt die Eiswürfelmaschine rangesteckt hat. Und jetzt werden wir das Ganze mal ausprobieren. Ich habe mal so 1,5 Liter Wasser hier mitgebracht. Die kippen wir jetzt mal einfach hier so rein. Ich weiß nicht, wie viel da rein soll. Ja, man könnte auch einfach die Betriebsanleitung lesen. Ah, da ist auch so eine Linie. Ach ja, alles klar. Okay, ich sehe das hier gerade. So, die machen wir mal zu. Die Schaufel nehmen wir mal raus. Und dann werden wir gleich auch mal die Zeit stoppen, wie lange wir brauchen. Jetzt schalten wir mal hier den DC-Volt an. Erstmal die Powerstation selbst. 26%, daran können wir uns auch mal orientieren. Sehen mal, wie viel Strom das Gerät nimmt. Und jetzt schalten wir den Ausgang hier mal an. Ah, guck mal, hier oben blinkt das. Ich glaube, das hätte es mal vorher richtig durchlesen sollen. Touch. Ah, geil. Hier ist sogar eine Touch-Taste. Also, ihr müsst hier einmal touchen. Grün, jetzt steht hier grün. To switch Ice Mode. Okay. Kompressor ist angegangen. Hört ihr das? 50 Watt seht ihr auch hier unten jetzt gerade. Ja, der Anlaufstrom ist klar ein bisschen höher. Ich gucke hier immer ein bisschen nach rechts, weil ich das hier in dem Monitor ganz gut sehen kann. Jetzt geht hier ein Lüfter an. Ah, jetzt fängt er erst an, das Wasser reinzupumpen. 46 Watt. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen und ich unterbreche das gleich, wenn die ersten Eiswürfel kommen. Und dann stoppen wir jetzt mal die Zeit. Starte Stoppuhr. So, hier läuft jetzt mal eine Stoppuhr. Dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Oh, ah, geil. 7 Minuten und 42 Sekunden. Cool. Also 7 Minuten und die ersten Eiswürfel sind fertig. Sehen ja auch gut aus. Aus. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Cooles Gerät. Wir machen ein paar kleine Sachen, aber trotzdem Gedanken muss man natürlich dazu sagen, das hier ist Kunststoff, ne? Ihr seht, hier wackelt schon alles. Das hier auch, man sieht das auch in der Kamera. Ja, das ist jetzt nicht High-End. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist hier alles ein bisschen Plastik. Da habe ich natürlich Bedenken, dass das lange hält, ne? Genauso ist natürlich cool, dass das Gehäuse aus Blech ist. Das klingt erstmal sehr gut. Meines Erachtens ist es aber eigentlich der falsche Weg. Weil wenn ich hier so ein Kunststoffgehäuse habe, hier passiert gar nichts. Und wenn ich dann hier mache, das ist, ihr seht das, wenn ich das jetzt hier mal so bewege, ich kann das hier alles eindrücken. Ne? Und auch hier unten, gerade wo das Blech sehr dünn ist, wenn ich jetzt hier so ein bisschen eindrücke, dann habe ich natürlich hier relativ schnell, ja, wie soll ich sagen, Beulen drin. Ne? Wenn man sowas natürlich irgendwo verbaut oder stehen hat, ist das alles kein Problem. Aber wenn ich sowas natürlich immer oft mitnehme, vielleicht an Bord oder am Camper und ich packe das irgendwo in eine Kiste und hol's wieder raus, dann fange ich an, da drin Beulen zu machen oder hier mal so einen Knick reinzumachen oder es fängt an, ich kratze das Blech auf den Lack durch und habe ich ruckizucki Rost. Also da muss man natürlich sehen, wie sich sowas ja, auf lange Sicht dann irgendwie verhält. Nächstes Jahr in der Saison werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Werdet ihr auf jeden Fall bei mir an Bord sehen. Wenn es da irgendwie Probleme gibt, wenn das Ding abschmieren sollte oder wenn der mal einmal runtergefallen ist und 1000 Teile gefallen ist, dann sage ich euch natürlich Bescheid. In so einer Kombination mit so einer Powerstation auf
auch super eigentlich. Ne? Die ist natürlich jetzt relativ groß, klar. Aber wenn ihr jetzt eine kleine Powerstation habt, eine EcoFlow River oder so eine Delta 2, wie da hinten steht, und dann benutzt ihr sowas und eine Kühlbox, seid ihr halt auch autark, egal wo. Ich dachte, das ist vielleicht was. Vielleicht habt ihr damit euer passendes Weihnachtsgeschenk gefunden für den Mann an Bord. Weil ich glaube, kalte Drinks sind das Beste, was ihr eurem Mann Gutes tun könnt. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Sascha. Stopp. Wenn euch das mit den Eiswürfeln noch nicht gereicht hat, dann will ich euch jetzt noch mal was ganz Geiles zeigen, beziehungsweise völlig Abgedrehtes. Mal gucken, ob ich gleich noch zu sehen bin, wenn das Ding ins Bild gefallen ist. Nein! Ah, geil. Der Tisch ist viel zu hoch dafür. Freunde, ohne Scheiß, das ist die EcoFlow Glacier oder Glaciers oder wie ihr auch das nennen mag. Ich fahre das mal so ein bisschen weiter runter und dann seht ihr mich auch. Leute, wenn ihr wirklich richtig viel Taler habt und das zu Weihnachten ausgeben wollt, ist schon ein bisschen eingestaubt, dann ist das hier die eierlegende Wollmilchsau. Denn mehr als das, was diese Box kann, mehr geht nicht. Ihr habt hier einen Eiswürfelmaker, der hier oben drin ist. Ich zeige euch das gleich noch alles nochmal im Detail. Ihr habt hier eine 2-Zonen Eisbox, also ihr könnt dieses Fach anders temperieren als das. Hier könnt ihr minus 4 Grad machen für euer Eis, Capri-Sonne, whatever. Hier könnt ihr 3 Grad plus machen für eure Cola oder für eure Wurst. Und wem das nicht genug ist, EcoFlow dreht völlig am Rad. Diese ganze Geschichte funktioniert mit einem Akku. Hier ist ein großer LiFePO-Lithium-Akku drin und dieser Akku lässt diese Kühlbox mal eben bummelig nach Herstellerangabe 8 Stunden kalt, mit Eis vielleicht 6 Stunden, 7 Stunden, je nachdem. Ich habe das Gerät noch nicht ausgiebig getestet, deswegen kann ich auch nicht so viele Informationen dazu geben. Das werde ich aber tun. Demnächst werde ich das Ding mal einschalten, gucken, wie lange das ganze Gerät braucht. Ich will euch mal zeigen, wenn ihr sagt, ihr wollt Eis und kalt und das alles in einer Box, dann seid ihr damit auf dem richtigen Weg. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber der Akku ist ja vielleicht bei 30, 32 Grad in 5 Stunden leer, kommt jetzt noch ein obergeiles, krasses Teil. Ihr habt hier an der Seite, falsche Seite. Ihr habt hier an der Seite einen Anschluss für eine Solarplatte. Hier ist ein integrierter MPPT-Laderegler drin. Ihr könnt hier einfach eine 120, 200 Watt Solartasche, die ihr aufs Boot legt, anschließen und ja, seid autark. Ne? Also natürlich wird der Akku ein bisschen belastet, wenn die läuft. Werden diese 200 Watt werden es wahrscheinlich schaffen, den Akku aufzuladen. Wenn ihr natürlich viel rein raus macht, dann wird die wahrscheinlich dauerlaufen. Aber ihr merkt schon, ihr seid damit fast autark. Natürlich könnt ihr das Ding auch mit Strom versorgen, wenn ihr irgendwo 230 Volt habt. Ihr könnt den Akku aufladen, gleichzeitig kalt lassen. Ihr könnt auch eine EcoFlow Delta 2 zum Beispiel, dieses ganze Stück, könnt ihr auch noch mit anschließen. Ihr schließt jetzt einfach hier an dem Ausgang, hier entweder hinten an den 230 Volt oder an den 12 Volt, schließt ihr eure EcoFlow Glacier an. Das Ganze könnt ihr auch noch in der App steuern. Das heißt, ihr könnt hier die Temperaturen mit der App vorgeben. Wir schalten das Gerät jetzt mal aus Spaß einmal an. Hier ist irgendwo der Einschaltbutton da, ist schon angegangen. Ihr habt hier ein riesen Display. Das ganze Teil hat WLAN. Also ihr könnt das, wenn ihr zu Hause seid oder im Camper WLAN habt oder in einem großen Boot, dann ist das Gerät sogar im WLAN. Ihr könnt den von unterwegs kälter und wärmer machen. Also wer Spielerei mag, das passende Kleingeld hat, ich verlinke euch auch das Teil. Wen das interessiert, ich mache dazu noch mal ein komplettes Video. Wie gesagt, ich habe da noch gar nichts gemacht. Hier, die Kiste ist sogar beleuchtet hier drin, LED-Licht. Also mehr geht nicht. Ne? Das ist wirklich der absolute Kracher. Wenn ihr ein kleines Boot habt, wollt Eismaker tiefkühlen und noch euer Bier kalt, viel Platz und das alles, ja, ich sag mal, schwer ist es schon. Ich denke mal, die wiegt irgendwie so 15, 16 Kilo. Klar, ist auch ein Akku drin. Dann kann ich das euch nur empfehlen. So, zu viel des Guten. Beim nächsten Mal reden wir darüber. Dann machen wir mal hier die ganzen Funktionen. Wenn euch das interessiert, haut das mal in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, jetzt spinnt er völlig, dann haut das auch mal in die Kommentare. So, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Jetzt aber wirklich tschüss.